Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Cradle. Heute werfen wir diese Frau an. Wir haben die drei Komponenten in sie eingebaut. Und ja, ich bin gespannt, was passiert, wenn wir auf dieses rote Knöpfchen drücken. Ich muss mal an der Stelle sagen, dass die Hinweise, die hier unten rechts immer mal angezeigt werden, schon sehr hilfreich sind, wenn sie ein bisschen länger angezeigt werden würden. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt schon so viele davon übersehen. Und auch beim letzten Mal, ich habe es ja gelesen, aber das ist ja schneller verschwunden, als ich es lesen konnte. Aber egal, wir machen sie jetzt an und schauen mal, was passiert. Das sieht immer noch nicht sonderlich gut aus, oder? Ja, oder? Passiert noch was? Sie ist nicht explodiert. Passiert jetzt noch was? Ah, ich sollte mit ihr sprechen. Okay, also sie bewegt sich. Irgendwie lebt sie. Also leben, sofern ein Roboter leben kann. So, reden wir mal mit unserem Androiden. Ja, hi. So würde ich auch einen Roboter zum ersten Mal ansprechen. Super. Hi. Wir haben eine Stimme. Hey. Unglaublich, wir haben eine Stimme. Can you hear me? Kannst du mich hören? Where am I? Irgendwo in der Mongolei, in irgendeiner Jurte. Somewhere in Mongolia, in some yurt. What happened to me? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. I don't know. I don't remember anything either. Was it you who switched me on? Hallo. Ja, ich bin dein Vater. Nein. Yes. Are you a Mulger? Ein Mulger? Was ist ein Mulger? Klingt böse. I don't know, but I doubt it. Where did you get my neurochip? Der gehört zu einem vergrabenen Schatz. Achso, das ist irgendwie verwirrend. Ja, mein Neurochip, ja, richtig. I found it in a cache underground. What cache? Ja, was für ein Schatz. Ich habe früher mal eine Schatzkiste mit Spielsachen vergraben. A long time ago I hit a cache of toys in the ground. You were playing with my neurochip and then buried it in the ground? Ja, hast mit meinem Neurochip gespielt und ihn dann vergraben? Ja, sieht ganz so danach aus, aber daran erinnern kann ich mich nicht. Looks that way, but I don't remember any of it. Mhm. Mein Name ist Enebitch, glaube ich. Wer bist du? My name is Enebitch, I think. And you are? What do you want? Was willst du wissen? Ich will wissen, was hier vor sich geht. I want to know what's going on here. You're not a Mulger. Bist du kein Mulger? Keine Ahnung, was ein Mulger ist. Kannst du mir das erklären? Wow, wir können aussuchen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann sagen, ich habe keine Ahnung, was ein Mulger ist. Kann ich, ob sie mir das erklären kann. Oder ich bin Mongole. Aber ich weiß ja auch nicht, ob ich Mongole bin, genau genommen. Daher soll sie mir das erklären. I don't know what a Mulger is. Can you explain? Someone who kidnaps people and sells their substance. Jemand, der Leute entführt und ihre Substanz verkauft. Das bin ich sicherlich nicht. Was denn für eine Substanz? Verstehe ich nicht. What substance? I don't understand. My name is Ida. And I understand even less than you do. I do not recognize this body. There's something wrong with it. I can't see anything and I don't feel my legs. What's wrong with my legs? Also, sie heißt Ida, sie versteht das noch viel weniger als ich. Sie erkennt diesen Körper nicht wieder. Irgendwas stimmt damit nicht. Ich kann nichts sehen und sie spürt ihre Beine nicht. Was ist nur mit ihren Beinen los? Also, so langsam habe ich auch immer mehr den Eindruck, dass es wirklich irgendwas, das Spiel, was damit zu tun hat, dass Menschen in andere Körper oder in Roboter, wie in diesem Fall, reinkommen. Und vielleicht auch deshalb sich nicht daran erinnern können, was passiert ist. Also, naja, mal schauen. Ja, ihre Beine sind verschmolzen, wie zu einer Vase. They're fused together. Kind of like a vase. What? Wie? Du hast eine Blumenvase, wo deine Beine sein sollten. Das ist doch keine Blumenvase, oder? Oder das da? Irgendwie verstehe ich das nicht. You've got a flower vase where your legs should be. That's ridiculous. I'm scared. Okay, sie findet das lächerlich und hat Angst. Und wir fragen sie einfach mal, ob sie ein Roboter ist. Calm down, Ida. Tell me, are you a robot? I'm a human being.
in an artificial body. Aha, okay, dann bestätigt das meine These. Also, sie ist ein Mensch und in einem künstlichen Körper versteckt. Und du meinst, du hast dir deinen Körper ersetzen lassen? You mean you've had your body replaced? Half of humanity had their bodies replaced. Where did you get my neurochip? Okay, und die halbe Menschheit hat sich im Jahr 2076 schon ihren Körper ersetzen lassen. Und wo haben wir jetzt den Neurochip her? Ja, und jetzt sagen wir ihr nochmal, den hat sie aus dem alten Schatz versteckt. Hab ich aus dem alten Schatz versteckt. Ida, I've just now found it in an old cache. The cache you made when you were a child. Ja, genau. Es ist der Schatz, den wir als Kind versteckt haben. Falls ich meinem eigenen Tagebuch trauen kann. Ah, das war unser eigenes Tagebuch. Okay, gut zu wissen. Yes, if my journal is to be trusted. How could my neurochip have ended up in the hands of a child? Ja, wie kann der Neurochip bloß in die Hände eines Kindes gelangt sein? Ja, Ongots hat ihn mir gebracht, der zahme Steinadler meines Vaters. Ongots brought it. My father's trained golden eagle. Darauf sagte wieder nichts. Keine Ahnung, wo er ihn gefunden hat. I don't know where he had found it. How long ago was that? Ja, wie lange ist das schon her? Ja, lange. 18 Jahre. Long. 18 years ago. Listen, Anubish. I feel ill at ease here and scared. I want to remember who I am and return home. Please help me. Also, sie fühlt sich nicht sehr wohl und sie hat Angst und sie will einfach wissen, wer sie ist und zurück nach Hause gehen und wir sollen ihr helfen. Ja, und das wollen wir natürlich auch und jetzt fragen wir sie, wie wir ihr helfen können. I want the same thing. How can I help? You need to call the evacuators. They'll come and take me away. I've been trying to send a request, but it's useless. My marker isn't answering. Also sie hat irgendwie einen Marker und wir sollen die Evakuatoren rufen und die holen sie dann ab und kommen her. Aber die Anfrage kam nicht durch. Also, was machen wir? Oder was ist denn ein Marker? Fragen wir erstmal einen Marker. Ich vermute mal, das ist einfach ein Lokalisierungsding. What marker? The authenticity marker. It's like my passport. It's got all my personal data. All requests must be accompanied by data from the marker, but it appears to be broken. Okay, Marker ist sozusagen ein, ja, der gläserne Mensch, wo alles Wichtige drin ist, ein Personalausweis mit allen möglichen Daten und der ist aber kaputt anscheinend. So what do we do? I don't know. We might be able to use my neurocopy number, but I don't remember it. I remember almost nothing about myself. Also die Nummer ihrer Neurokopie könnten wir vielleicht nehmen, aber die kennt sie nicht mehr und sie weiß halt nichts mehr über sich selbst. So geht's uns auch. Just like me. Well, at least you're in your home. You know about your childhood, your family. Ja, wir erinnern uns anscheinend an unsere Kindheit und an unsere Familie, meint sie. Aber wir antworten darauf, wir wissen ja nicht mal, ob wir hier zu Hause sind. I'm not sure if I'm home. I don't know this place. Strange. Listen, why don't you start asking me questions? Anything you wish to know. Maybe that will help sort my memories. Maybe I'll even remember the number. Ja, also wir sollen ihr ein paar Fragen stellen, alles was wir wissen wollen und vielleicht hilft das ihrem Gedächtnis auf die Sprünge und dann fällt ihr vielleicht auch die Nummer wieder ein. Und natürlich ist die erste Frage, die uns einfällt, alles klar bei dir? Are you all right? I feel something is wrong with this body. I can't figure out what, but we need to hurry. Also irgendwas stimmt mit ihrem Körper nicht und sie weiß aber nicht warum und deshalb müssen wir uns beeilen. Erzähl mir etwas über künstliche Körper. Tell me about artificial bodies. About bodies? All right. They are called M-bodies. Das war eine sehr informative Aussage. Man nennt sie M-Körper, die künstlichen Körper. Das dachte ich mir irgendwie schon. Ja, und warum sollten wir denn unseren Körper ersetzen lassen? Hold on. Why replace people's bodies? Because of the epidemic. There was a virus that spread across the globe. A sterility virus. They couldn't fight it, so they developed this body replacement program, transferring consciousness from a regular body into a mechanical one. Okay, es gab eine Seuche und der Virus ist sehr, sehr ausgebreitet gewesen auf der ganzen Welt und der Virus, ein Virus der Unfruchtbarkeit. Und dann haben sie eben angefangen,
menschliche Körper oder das Bewusstsein von menschlichen Körpern auf mechanische zu übertragen. Als würde man es an einem sicheren Ort parken, Fragezeichen. Kind of like a personal refuge? Right. A temporary refuge. People use it to hide from decrepitude. Once the virus is cured, we'll be able to return to our regular bodies. Okay, die Körper können so natürlich nicht mehr altern, deshalb haben sie das ausgenutzt. Aber sobald der Virus heilbar ist, könnte man wieder in die normalen Körper zurückkehren. Wo ich mich jetzt frage, wo sind die normalen Körper, aber gut. Also, der Virus könnte jetzt erledigt sein. Das alles ist Jahre her, oder? Aber dann seid ihr doch sterblich wie vorher. Ich finde es oben interessanter. The virus could be gone by now. It's been years. I don't know. It was just so. No treatment worked. Not antibiotics, nothing. There was only one substance capable of destroying the virus, Passium. But the accumulation process was extremely slow. Okay, es hat damals nichts gebracht, keine Antibiotika, es gab keine Impfungen und so weiter. Es gab nur Passium, das haben wir ja vorhin schon mal irgendwo gesehen, dieses neueste Element aus dem Periodensystem. Aber das konnte man nur sehr langsam gewinnen. How was it accumulated? It was extracted from people themselves. Human beings produced it with their nervous system. Ja, und das wurde dann eben aus echten Menschen abgezapft. Es wurde aus dem Nervensystem gewonnen. Das verstehen wir nicht. Nervous system? I don't get it. Well, Passium can only be extracted from emotions. Whenever you experience an emotion, any emotion, your M-body manufactures a little bit of the substance. Okay, das ist eine Substanz, die stellt der Körper immer aus Gefühlen her. Sobald man etwas fühlt, stellt der eigene M-Körper, also der eigene künstliche Körper, ein wenig davon her. Also eine Substanz, die durch Gefühle produziert wird. A substance produced by emotions? Yes. Emotions were the only thing capable of making a remedy against the virus. As a result, Passium skyrocketed in value, far surpassing everything else. And every person, they became... Ah, langsam verstehe ich das. Also, mit Hilfe von Gefühlen ließ sich also dieses Mittel gegen den Virus entwickeln. Das hat zur Folge, dass Passium unendlich wertvoll wurde, mehr als alles andere. Und jeder Mensch wurde dann, ja, irgendein Wert zugewiesen. Ich vermute, das hat was hier mit diesen Zahlen zu tun. Also, irgendein Wert zugewiesen? Everybody became a source of value? Yes, although there were people whose substance was considered more valuable than that of others. Ja, also es gab Leute, die hatten mehr Gefühle in sich und dementsprechend haben sie einen höheren Wert gehabt und andere haben halt weniger Gefühle und weniger davon produziert sozusagen. Was waren das für Leute? Who were those people? People that were special somehow. They had something. They were greatly respected, but I can't remember. I think I figured out what's wrong with me. I can't breathe. Also Leute, es waren immer Leute, die besonders waren, die irgendwas an sich hatten, sehr angesehen waren, aber sie weiß es einfach nicht mehr und sie weiß nicht, was mit ihr los ist und sie kann nicht mehr atmen. Tja, atmen, braucht sie jetzt Sauerstoff? Ich glaube nicht, dass sie Sauerstoff braucht, deshalb frage ich lieber, kann ich ihr irgendwie helfen? Can I help you somehow? I need a breathing module. Could you find it for me? Okay, wir brauchen ein Lungenmodul, damit sie anscheinend doch atmen kann. Dann können wir eins suchen. Wo muss ich denn da suchen? Wir sind doch mitten in der Steppe. Where do I look? We're in the middle of the steppe. The steppe and nothing else? Describe for me what's around here. Ja, in der Steppe und sonst nichts. Sag mir doch mal, was es hier so alles gibt. Ja, es gibt einen Fluss und so einen verlassenen Komplex. Den haben wir auch schon mal gesehen. The river, some abandoned complex. What kind of complex? Was für eine Art von Komplex? Ja, so eine große Kuppel mit bunten Segeln. So hätte ich es auch beschrieben. A big dome with multicolored sails. Hold on. Yes, I see it. I've got access to it. The Gerbera Garden. Enevish, I remember this name. I used to have a connection to this place. I think that it's an amusement park. Ein Freizeitpark. Also sie erinnert sich dran. Der heißt Gerbera Garden und war früher mal ein Freizeitpark und sie hat irgendwas damit früher zu tun gehabt. So sieht's aus. It looks the part. M-body parts were stored there.
in the pavilions. It should definitely have a breathing module. Okay, da wurden Körperteile von künstlichen Körpern gelagert in diesen Pavillons und das sollte es auf allen Fälle ein Lungenmodul geben. Also gut, ich werde es versuchen. Körperteile in einem Freizeitpark für Kinder. Das interessiert mich gerade mehr. Body parts in a children's park? They were once used in a show. But I don't remember exactly how. Okay, die wurden früher bei einer Show verwendet, aber sie weiß nicht mehr wie genau. Und ja, natürlich machen wir das. All right, I'll try. Find the seventh pavilion. I'll try to find the password to the file database. It may contain my data. If I remember anything, I'll contact you. Also, wir sollen den siebten Pavillon suchen und sie versucht, das Passwort in der Datenbank zu finden. Vielleicht sind da auch ihre Daten. Wenn sie sich an irgendwas erinnert, dann meldet sie sich. Bitte hilf mir auf die Sprünge. Help me understand something. Externe Hilfe ist immer gut. What's that? Wobei denn? Was ist ein Neurochip? Wie können Gefühle denn eine Substanz produzieren und warum wollen die Leute nicht in M-Körper leben? Ja, dann schauen wir erstmal den Neurochip an. What's a neurochip? A consciousness carrier. When a body gets replaced, the subject's nervous system is copied to the neurochip. There it lives and develops, just like in the former body, or close enough to it. For one thing, there used to be no need to reboot yourself. Also es ist im Prinzip mehr oder weniger ein ja, Speicher, in dem einfach das Bewusstsein weiterlebt und sich auch weiterentwickelt. So ähnlich zumindest. Und früher gab es auch keinen Grund für einen Reboot. Ja, Reboot ist wahrscheinlich wieder zurücksetzen oder sowas. Schauen, fragen wir nach. Reboot? Sometimes the neurochip needs rebooting to clear the errors that accumulate. I don't really know much about it. Essentially, if too many errors pile up, it starts to disrupt your thinking. You start feeling out of it. That's when the neurochip should be switched off and back on. We call that a reboot, and it is a highly, highly unpleasant procedure. Genau, also es kann halt immer mal wieder zu Fehlern kommen, die sich mit der Zeit ansammeln, und mit einem Reboot kann man die eben ja, mehr oder weniger zurücksetzen. Und es war eine sehr unangenehme Prozedur, wie sie diesen Reboot bezeichnet. Was meinst du mit Störungen beim Denken? What do you mean by disrupted thinking? Well, your speech gets distorted, for instance. You start mumbling as if you're delirious, but it doesn't end there. Your motor functions can be affected. It varies. Ja, also mal so, man kann teilweise vielleicht nicht mehr richtig reden, nur nuscheln. Auf der anderen Seite können auch die motorischen Fähigkeiten betroffen sein. Das ist immer mal so. Got it. Das haben wir verstanden. Gut, jetzt darf ich gar nicht die anderen Sachen fragen, aber endlich speichert es und wir dürfen uns in diesem Teil tatsächlich nochmal ein bisschen bewegen. Also, neue Aufgabe hinzugefügt. Ja, zeig sie mir an. Also ich würde jetzt vermuten, wir müssen rüber zum siebten Pavillon gehen. So, machen wir doch einfach mal. Das war doch da drüben, oder? Genau, jetzt gehen wir einfach mal darüber. Ist ja nur ein ganz kurzer Weg. Und müssen mal schauen, dass wir dann den siebten Pavillon finden. Da brauchen wir dann ihr... wie hieß es? Lungengerät? Oh, okay, das sieht doch ein bisschen größer aus, als ich dachte. Ich dachte, das ist so ein kleines Gebäude. Ja, dann gehen wir doch mal da zwischen hin. Freizeitparks sind doch toll. Hui! So, da müssen wir irgendwie rein und dann diese Lungenteile suchen. Also da sind komische Blumen drin, mit denen ich nichts anfangen kann. Gott, ist das lang. Also die Laufwege sind schon nicht ohne in diesem Spiel. Aber das finde ich jetzt mal interessant. Ich habe mal ganz, ganz vor langer Zeit, das war so ein Kinderbuch, auch so eine Geschichte gelesen, wo sie in der Gegenwart, Gott, wie komme ich denn da rein? Wie sie in der Gegenwart ja, sozusagen mal ihr Gehirn eingespeichert haben oder einfach gespeichert haben. Komme ich da irgendwie durch? Nö. Und dann spielt das Buch plötzlich irgendwie so 40, 50 Jahre später und dabei haben sie dann das Gehirn einfach in... Ich glaube nicht, dass ich da jetzt drum herumlaufen will. Haben sie das Gehirn einfach in künstliche Körper eingesetzt, die genauso aussehen wie die, ja, damals noch Kinder. Und die haben das natürlich nicht mitbekommen.
Die dachten einfach, wir wurden jetzt irgendwie in die Zukunft versetzt, was ist los? Und realisieren gar nicht, dass es künstliche Körper sind. Ich habe den Eindruck, ich komme hier nicht so einfach durch. Ich könnte jetzt natürlich hier einfach mal drum rumlaufen. Komme ich da drüber durch? Oh, das könnte gehen. Mal probieren. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yo. Yo. Jetzt nur nicht keinen Schritt daneben. Yes. Wir sind drin. Ladies and Gentlemen, wir sind im Freizeitpark. Wahoo. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen einfacher geht. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Gar nicht. Wir müssen nicht wieder raus. Warum auch? Gebera Garden. Da steht's wieder. Und lauter Luftballons, die immer noch fliegen. Enevish, I remembered who those people were. The ones whose passing was regarded as more valuable. It was their genes that made them special. Their DNA had fewer errors. In other words, these were people with good heredity. Such people produce a special kind of passing, which contains a valuable component. It was this component that was needed to fight the virus and not the whole substance. That was why they commanded such respect. Humanity's struggle against the virus hinged on them. Back then, everybody used to say that the emotions of beautiful people were our salvation. Okay, es sind halt einfach Leute guter Herkunft und die produzieren halt einfach dieses Mittel besser. So, jetzt gehen wir da mal rein. Das sieht nicht so aus, als sollte es da wirklich hier rumliegen. Aber wir gehen da mal rein. Ich weiß jetzt noch nicht so wirklich, wo da Pavillons sein sollen. Aber, das sieht zumindest schon mal sehr spacig aus. Sind das einzelne Pavillons da? Und wenn ja, wo fängt die 1 an? Also das sind Rutschen. Kann ich da hoch? Okay, aber ich kann wahrscheinlich nicht da hochlaufen, oder? Ja, genau. Wahrscheinlich einfach nur runter. Ich kann nicht mal springen, wirklich. Okay. Was sind hier die Pavillons? Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Rutschen. Okay. Dann laufe ich mal da auf die andere Seite. Schau mir das an. Da liegt irgend so ein Vieh. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Hallo, kann man mit dir reden? Uha. Ja, genau. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Okay, das ist irgendwie eine Bühne. Gut. Das Ding ist Deko? Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Macht nichts. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Da ist so eine Kapsel. Da könnte man theoretisch reingehen, wenn die Tür offen wäre. Ah, wir können hier reingehen. Okay, okay. Aber ich kann hier mit nichts interagieren. Das ist immer so mein großes Problem. Ja, warum bauen die dann sowas hin, wenn man hier nichts Interagierbares hat? Da unten war irgendwas Interagierbares. Automatische Berichtskarte. Schön. Das ist schön, wenn man eine automatische Berichtskarte findet und auf der nichts steht, außer dass es eine automatische Berichtskarte ist. Okay, so. Kommt man da vielleicht irgendwie hoch? Das sieht mit diesem Kabel so aus, als könnte man damit hochkommen. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie... Haben wir eigentlich noch irgendwas im Inventar? Ja, diese andere Maschinerie da. Okay, dann probieren wir es mal da. Das Ding sieht zwar kaputt aus. Ist das auch? Aber vielleicht komme ich ja bei dieser gelben Röhre da hoch.
Der Aufzug funktioniert nicht. Okay, das ist ein Aufzug. Dann war meine Idee schon mal nicht schlecht. Aber der Aufzug ist kaputt. Was haben wir denn da Schönes? Scheiben. Okay, auch schön. Da ist noch ein Aufzug. Der sieht doch ein bisschen besser aus. Eigentlich sieht er genauso aus. Aber der leuchtet zumindest ein bisschen. Okay. Flup. Und schon sind wir oben. You're at the location. Hold on. I'll try to open the doors. Okay. Also durch reinen Zufall sind wir jetzt anscheinend im 7. Pavillon. Und sie macht uns jetzt freundlicherweise die Türen auf. Ich gucke mich jetzt aber trotzdem mal ganz kurz hier um. Mal sehen. Ja, das ist halt hier so ein schöner Ausblick, ne? Okay. Gut, dann gehen wir da mal rein. Toll! Sind wir jetzt wieder unten? Ehrlich. Gut, dann fahren wir wieder hoch mit dem Aufzug. Hat das jetzt, waren wir jetzt irgendwie so tot oder war das einfach nur, hey, wir müssen es neu laden? So bescheuert. Hier, böse Lücke. Ja. Gut, dann gehen wir mal da rein. Das sieht, ich weiß nicht, ob ich da rein will. Das sieht mir so nach Gummizelle aus. Wo kommen wir hin? Hilfe! Ganz in die Ecke stellen. Alles wird unscharf. Okay. Hilfe! What happens? Und jetzt? Spielspeichern ist immer toll. Bin ich großer Fan von. Jetzt haben wir einen bösen Ladebalken. Komm schon, schneller. What the hell? Okay. Ganz ehrlich, das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Das schauen wir uns bei der nächsten Folge an. Was zur Hölle? Okay. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus und bis dann. Tschüss.